Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Hier heute ein bisschen getrübt das Wetter, um den ganzen Juli jetzt hat hier einen schönen Beginn zu verschaffen. Da ich nicht genau weiß, ob ich überhaupt schon gefahren bin jetzt im Juli, fahren wir heute eine Runde. Und zwar fahren wir jetzt erstmal zum Marc, so wie es öfter schon war. Und was wir auch noch dort bei ihm tun werden, ist tatsächlich einmal unsere Ölstände überprüfen, ein bisschen aufzufüllen, dass wir genug Öl drin haben. Vor allem in Voraussicht auf nächste Woche dann. Das bereiten wir uns sozusagen vor, weil wir da eine schöne 1200 Kilometer Tour vor uns haben ungefähr. Schön runter nach Österreich, Italien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ist es ganz praktisch, wenn die Bikes dann in einem soliden Zustand sind, dass es keine Probleme gibt, irgendwie Ausfälle gibt, irgendwelche Kettensachen oder sonst was. Daher kümmern wir uns da jetzt heute nochmal ums Öl. Kettenspannen war ich zum Beispiel letzte Woche. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es entweder im Öl losgeht oder wenn Marc und ich losfahren. Bis gleich. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So ja, egal. Anderer Schwerpunkt, glaube ich, heute. Wieso? Das Lied ist gut. Das stimmt. Solange man da nicht in irgendeine komische Richtung denkt oder singt oder so, da ist das Ganze richtig. Gut. Yeah! Oh, halt meine Hand! Mit der linken. Am besten mit der linken. Ja! Oh, meine Finger, geil! Geil! Ah, hallo, ich bin auch da. Ja, wir haben jetzt Marc angetroffen, wir sind losgefahren. Ihr habt wahrscheinlich jetzt einen Motorwechsel schon gesehen. Den machen wir aus einem, den machen wir erst nach dem Fahren. Also nicht Wechsel, sondern Auffüllen vom Motoröl. Ja. Vor allem Motorwechsel. Okay, Motorwechsel, okay. V12 bitte. Let's go. Neues Format, wir wechseln unseren Motor bei jeder Ampel. Das ist es. Das schluckt aber ganz schön was da rein, du. Ja. Oh, ist das geil, wieder eine Schicht auf seinem Kopf zu haben, die so eng ist, als würde man zwei Kondome tragen. Aber so fühlt man sich sicher. Deswegen, Kinder, tragt immer schön Kondome, weil das fühlt sich gut an. Spaß. Fahrbare Worte. Kein Mann jemals. Aber es fühlt sich im Nachhinein besser an, wenn man dann weiß, dass man nicht schwanger ist. Also sie nicht. Stimmt, schwanger das ist. Gefühl danach ist wesentlich besser. Über das Gefühl währenddessen reden wir mal nicht. Und wir schleichen hinterm Auto. Ja, wir schleichen hinterm Auto. Das Auto fährt in die Waschstraße. Ja, freut mich sehr, freut mich sehr. So. Weihnachten sehr, ich bin der Grinch, ich bin grün. Wo bist du grün? Jetzt weiß ich. Du bist komplett schwarz. Jetzt weiß ich, warum die Grünen so sind, weil sie der Grinch sind. Ich glaube, du bist da was ganz Heißem auf der Spur. Ich glaube auch. Hallo? Sind wir wieder im normalen Mesh und nicht mehr im Bluetooth-Mesh? Ja, verdammt, woran liegt das denn nur? Ich weiß es auch nicht, warum das manchmal automatisch switcht. So, von uns drückt ja auch keiner irgendwas. Vielleicht weiß ja jemand was aus den Kommentaren, woran hat es gelegen? Sag's mal. Woran hat es gelegen? Hajo, woran hat es gelegen? Ein Avi Alex! Das wird mein neues Logo, oder? Ja. Die Fahrradaufhängung vom Smart. Aquaphobie, genau. Das Aquaphobie. Also ich war ja am Wochenende auf dem Festival. Ja, stimmt. Ja. Genau. Wie war's? Das war richtig geil. Oh, nice. Was hast du da alles gemacht? Also wir haben angefangen, uns um 10 einen reinzubechern. Und um 13, 14 Uhr oder so sind wir dann aufs Festival gegangen und haben uns da weiter einen reingebechert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und haben richtig gute Laune gehabt. Also es war richtig geil. Mit richtig schönem Sonnenschein, also wirklich den ganzen Tag Sonne. Zwischenzeitlich war es ein bisschen drückend, also ja, so ein ganz bisschen. Aber das konnte man dann durch genug Trinken wieder ausgleichen. Und ich bin froh, dass ich genug getrunken habe, weil es gab tatsächlich so zwei, drei
Einsätze, die ich zumindest mitbekommen habe, wo tatsächlich Leute umgekippt sind, so in den ersten Reihen. Das glaube ich sehr gerne. Ich vermute mal wegen Dehydration oder so. Sprachen lernen, Bubble. Reden und so. Aber an sich richtig, richtig cool gewesen. Geil. Bis auf der drittletzte oder der viertletzte, vorletzte Act oder so. Mhm. Das waren so zwei Typen, die haben echt es geschafft, dass eine volle Stage innerhalb von deren Act ziemlich leer wurde. Also wirklich ziemlich, ziemlich leer. Aber danach kam Mausio, falls du dir was sagst. Ja, die sagt mir was. Der kam danach und der hat die Bühne dann innerhalb von einem Lied wieder vollgekriegt. Ja, und Highlight natürlich am Ende dann der Schub, der war richtig geil. Also der hat richtig Stimmung dann am Ende nochmal gemacht. Ja. Hallo. Hallo. Das ist da kam ja der Yoshi wieder ein bisschen raus. Yoshi! Oh Gott, Hilfe, eine Schulklasse! Ja, ja, wir müssen neue Motorradfahrer heranziehen, weißt du? Die haben uns jetzt gehört und die haben gesagt, boah, geiles das Geräusch. Und Alex, deswegen ist grün. Das Leben macht doch gar keinen Sinn mehr, Alex. Das Leben ist außer wenn man auf dem Sattel sitzt, im Sattel sitzt, reitet mit seinem Hut auf dem Kopf. Oh ja, du bist ein Cowboy. Howdy, Cowboy. Na, how are you doing, girl? Was ist das denn für eine Knutschkiste? Hello. Hey, wie geil. Was war das für ein Auto? Die haben voll lange gewinkt schon. Die haben voll lang gewunken. Die kennen uns bestimmt. Vielleicht, wer weiß. Ich werde bekannt, oder wir werden bekannt. Ja, yeah. Geil. Die Wanker, jawohl. Alex, du weißt doch, wir sagen nichts öffentlich. Ja, ist okay. Ihre Mom zu sehen oder ihren Big Dick Tanks zu sehen. Und wer ist das? Das Zweite? Ja, das ist ein guter Freund von mir. Ah. Der Small Dick Motherfucker, der ist auch da. Der ist in Stuttgart. Verstehe. Oh nein, ein LKW! Oh, und ich hab diesmal gar nichts gesagt. Ich weiß, aber du hast es bestimmt gedacht. Ich bin ein guter Zuhörer. Das stimmt, Alex. Du bist ein guter Zuhörer. Also ich hör's, es geht zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus, aber ich hab's an sich mal gehört. So habe ich dich eingeschätzt, Alex. Ein Ohr rein, anderes raus. Ja, herrlich. Ja, immer dieses Rein-Raus-Spiel hier. Oh, der hat Gastank dabei. Wollen wir den abschießen? Der hat Nitro drin. Für die Schnellbeschleunigung. Ja. Für die Schnellbeschleunigung bergauf, wo wir 8 km/h fahren, was ist das? Oh, ein Piepbatz, ein kleiner Piepbatz. Ein Piepbatz, oh, ein Piepbatz. Oh. Und da ist auch ein Piepbatz, warte, der kommt jetzt gleich hier vorbei. Ein Piepbatz, hallo Piepbatz, hallo kleiner Piepbatz. Hallo, oh, du bist ja süßer Piepbatz. Dann mache ich weiter und sag im Namen von Alex ein wunderschönes Tschüss, Sikowski. Lass ein Like da, ein Kommentar, was wir als nächstes gerne machen sollen und vor allem, worüber wir auf unserer Tour sprechen sollen. Ansonsten, lasst ein Abo da, ist immer wichtig, damit ihr einfach auch die Glocke abonniert. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis es wieder heißt, Alex und Marc auf wilden Gefilden.